Um dieses Problem zu lösen, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr macht den Magic Ring so wie gewohnt, mit dem Unterschied, dass ihr die Schlaufen, die um den Ring laufen, locker macht. Ich zeige euch, was ich meine. Hier kommt jetzt die Schlaufe, mit der ich den Ring fixiere. Diese Schlaufe sollte groß sein. Jetzt fixiere ich den Ring. Jetzt hier um die Nadel herum darf sie ruhig kleiner sein. Nun mache ich die sechs festen Maschen, meistens sind das ja sechs. Und wichtig ist jetzt wieder, dass diese Schlaufe groß ist und ich schließe die feste Masche mit einer Schlaufe, die hier wiederum ganz normal ist. Und jetzt wieder zweite feste Masche, die Schlaufe ist groß und ich schließe sie mit einer Masche, mit einer Schlaufe. So, 1, 2, 3, 4, das ist groß, die schließe ganz normal, 5. Wenn ich jetzt den Magic Ring schließe, ist es sehr wahrscheinlich, dass es gleich hier ein bisschen happert. Ich versuche mal. Ja, es happert. Dann muss ich hier das Ganze einfach lösen. Es geht darum, dass diese erste Masche hier, dass diese Schlaufe, dass wir da den Anfang, den Faden einmal durchziehen. Und wenn das einmal geschafft ist, dann geht er normalerweise auch ganz leicht durch. Und fertig. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr Luftmaschen macht. 2 bis 3 Luftmaschen, je nachdem, wie fest ihr häkelt. Ich mache jetzt mal 3, 1, 2 und 3 und schließe die Luftmaschen zu einem Kreis, indem ich in die erste Luftmasche eine Kettmasche häkel. So, jetzt habe ich hier eine Lücke, in die ich die festen Maschen ganz normal reinhäkeln kann. Das ist jetzt quasi mein Magic Ring. 1 und 6. Der Nachteil an dieser Methode ist, dass ich den Ring nicht zuziehen kann, so dass hier am Ende doch ein kleines Loch entsteht. Vielleicht ist es dann auch besser, jetzt 2 Luftmaschen zu machen. Ne? Das hängt wirklich davon ab, wie dick die Wolle ist und wie fest ihr häkelt. Die Wolle fusselt nur dann, wenn man sie sehr häufig öffnet. Einmal öffnen geht in der Regel, aber auch da bekommt ihr schon so einen leichten Schaden. Oder wenn man mit ihr näht. Man sollte mit der Wolle nicht nähen. Ich empfehle euch dann, eine andere Baumwolle zum Beispiel oder reißfestes Garn zu nehmen, um die Teile von den Amigurumis zusammenzunähen. Ansonsten entsteht nämlich sowas hier. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel bei dem Hund mal das Ohr angenäht und so sieht das dann aus. Das geht nicht. Also nimmt lieber einen anderen Faden und die Wolle fusselt auch immer am Ende. Das ist nicht weiter schlimm, es ist einfach nur, dass es Dreck macht. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann geht das einfach so ab. Deswegen einfach ein Feuerzeug nehmen und kurz ankokeln und schon fusselt es nicht mehr. Ihr habt weniger Dreck im Zimmer. Wenn ihr jetzt aber damit ein Kuscheltier häkelt, dann fusselt es nicht. Also wenn ich jetzt hier so nehme und das Ganze so dran ziehe, dann fusselt die Wolle nicht. Ne? Es ist wirklich nur während des Nähens oder wenn ich immer wieder aufribbel oder eben hier am Ende. Aber die Enden befinden sich ja auch im Kuscheltier. Für den Anfänger ist diese Wolle tatsächlich nicht geeignet. Jemand, der halt immer wieder die Wolle aufmacht, weil dann geht sie tatsächlich kaputt. Maximal 2-mal öffnen, mehr geht leider nicht. Die Wolle hält dann die Form nicht, wenn man zu locker häkelt. Und diese Wolle, die verleitet dazu, zu locker zu häkeln. Das ist eins meiner allerersten Hunde, die ich überhaupt gehäkelt habe. Und man sieht hier die Löcher. So darf es auf jeden Fall nicht aussehen. Hier ist auch eins meiner allerersten Werke und das habe ich auch kaputt geschnitten, das werde ich wegschmeißen. Und man sieht hier, dass es viel zu locker ist. Die Lösung ist einfach nur eine kleinere Häkelnadel zu nehmen und fester zu häkeln. Sobald ihr merkt, ihr kommt mit dem Finger nicht wirklich durch, häkelt ihr fest genug. Um die Maschen besser erkennen zu können, solltet ihr wirklich bei sehr gutem Licht arbeiten. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Wenn ihr gutes Licht habt, dann sieht man die Maschen auch.
Also ich finde, man sieht hier sehr gut die einzelnen Einstichstellen, ganz deutlich. Und auch von vorne, diese Vs, die sind sichtbar. Ihr braucht einfach nur gutes Licht. Es ist natürlich auch Übungssache. Jemand, der wirklich kompletter Anfänger ist und noch nie gehäkelt hat oder gerade damit angefangen hat, der sollte nicht diese Wolle nehmen. Abgesehen davon, dass sie fusselt beim Aufmachen, ist es natürlich nicht ganz so leicht zu sehen wie bei einer ganz normalen Baumwolle. Deswegen nimm dann lieber die Baumwolle. Aber für jemanden, der halt schon ein bisschen gehäkelt hat, ist es wirklich nicht so kompliziert, hier die Maschen zu erkennen. Einfach nur gutes Licht braucht ihr. Und dann habt ihr auch das Problem gelöst. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Vorteile von dieser Wolle benennen und euch einfach zeigen, dass man damit wirklich wunderschöne Amigurumis bzw. Kuscheltiere machen kann. Und das Tolle ist, die ist einfach extrem weich und kuschelig. Also ist, man, während man häkelt, möchte man sie wirklich nicht aus der Hand legen. Die sind einfach nur extrem weich. Und der Vorteil, ein weiterer Vorteil ist, man kommt viel schneller zu einem Ergebnis, weil die weil die Wolle dick ist, dann hat man viel schneller ein größeres Kuscheltier. Also ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß mit der Wolle und ich hoffe, ihr habt genauso viel Gefallen an ihr gefunden wie ich. Tschüss!